Herzlich willkommen. Tauchen Sie ein in die geheimnisvolle Welt Venedigs, die Metropole der Liebe. Wann kommt der Richtige? So heißt dieses Liegesystem. Dieses Liegesystem wurde von mir entwickelt und bei dieser Legung beantworte ich die Frage, wann kommt der Richtige? Diese Aufnahme ist eine Beratungsvideo. Diese Beratungsvideos sind anonym. Ihr bekommt dazu einen medialen Namen. Ihr bekommt dazu eine persönliche mediale Botschaft, immer bezüglich auf die Frage. Und diese mediale Botschaften sind nicht meinen eigenen Gedanken. Ich lese das auch nicht vor von Karten, sondern ich empfange diese Botschaften. Dann kommt Astrologie dazu und ihr wählt, wünscht ihr das nach westlichen Astrologie oder lieber nach indischen Astrologie, die Berechnung und die Deutung. Dann kommt selbstverständlich die Legung dazu. Mein Honorar beträgt für diese Art von Beratung, wann kommt der richtige, 25 Euro. Nach Wunsch kann ich euch energetisch unterstützen mit einem kleinen Ritual und Energieübertragung. Die Ritual und die Energieübertragung ist gratis. Amiati ist die mediale Name. Lieber Amiati, ich grüße dich. Das ist dein Video und ich möchte mich bedanken für dein Anvertrauen und ich möchte mich bedanken für diesen Auftrag. Deine Frage ist, wann kommt der Richtige? Du warst noch nicht in einer glücklichen Partnerschaft und beschreibst auch deinen Ex-Partner als egoistisch. Und jetzt schauen wir an, was bekommst du als Antwort auf deinen Fragen, und das sind mediale Botschaften. Die erste Frage war, was ist es, dass ich keine stabile, dauerhafte, liebevolle Partnerschaft auf Augenhöhe bis jetzt lebe? Die Antwort ist, und es ist eine mediale Botschaft, du hast recht, es war noch nicht der richtige Zeitpunkt. Der Mann, der zu dir kommt, erfüllt deine Wünsche. Die nächste Frage war, woran habe ich mich weiter zu entwickeln? Und jetzt kommt die Antwort, und das ist auch eine mediale Botschaft. Warum stellst du diese Frage? Lebe die Momente des Lebens und genieße es. Und dann die Beziehung zu deiner Tochter. Die Antwort ist, und das ist auch eine mediale Botschaft, macht ihr gemeinsam etwas, weil diese Erlebnisse sind wie ein Geschenk im Leben. Und jetzt schauen wir astrologisch an. Und das ist die indische Astrologie. Nicht wundern, dass andere Aszendent oder andere Tierkreiszeichen als Sonnenstellung kommt und Mond und die Planeten liegen auch woanders. Es ist eine andere Berechnung, als wir von westlichen Astrologie das kennen. Die indischen Astrologen berücksichtigen die Präzession. Und es ist nichts anderes als die Bewegung unserem Sonnensystem. Und durch diese Bewegung ändert sich etwas und das wird halt berücksichtigt, so wie die Astronomen das auch berücksichtigen. Also nach dieser Berechnung, nach dieser indischen Astrologie, hast du Aszendent Jungfrau. Deine Sonne befindet sich im Löwen. Zwar im Grenzbereich zur Jungfrau, aber immerhin im Löwe.
Sein Aszendent, und das ist der Partner, wo du als egoistisch bezeichnet hast, wir vergleichen das auch, sein Aszendent ist auch Jungfrau. Also da habt ihr diese Ähnlichkeit, und das bedeutet, in diesem Augenblick, wo du geboren bist, wann du geboren bist, die erste Atemzug in diesem Moment ist die Tierkreiszeichen Jungfrau in Osthorizont aufgestiegen, nicht nur bei dir, sondern auch bei ihm. Das war die erste kosmische Energie, was euch beide empfangen hat in diesem Erdenleben, und es verleiht uns ein Kostüm oder wie ein Umhang. Und das ist die Auftreten, so seid ihr beide wahrgenommen. Eher zurückhaltend, klug, bescheiden, also das, was ihr ausstrahlt. Mond hat auch eine Bedeutung, weil Mond beschreibt unsere Gefühlen. Bei dir steht Mond in Tierkreiszeichen Jungfrau, auch im Grenzbereich zwischen Löwe und Jungfrau. Und das bedeutet, du bist kurz nach Neumond geboren. Und bei ihm steht Sonne im Krebs und Mond auch im Krebs. Allerdings hat die Verbindung schon nachgelassen. Das heißt, hat die zunehmende Mondphase begonnen. Er ist auch kurz nach Neumond geboren. Also ihr habt die gleiche Mondenergie, ihr habt die gleiche Aszendent auch. Ihr habt auch eine karmische Verbindung. Sein alter Karma befindet sich in Tierkreiszeichen Schütze. Da kennt er sich aus, das ist ihm anvertraut. Das bedeutet viel in Bewegung, Reisen, viele verschiedene Richtungen, was ihn auch begeistert oder hat Interesse daran. Er liebt auch Reisen, Schnelligkeit, Bewegung, Sport. Und das in diesem Bereich hat er die karmischen Erfahrungen gemacht. Natürlich sind da viele Schätze auch verborgen, was er bewahren soll, aber er entwickelt sich in eine neue Richtung, und das ist die Tierkreiszeichen Zwillinge, die Leichtigkeit, die Kommunikation und auch vieles Entdecken in seiner vertrauten Umgebung. Und das ist ihm wichtig. Und sein Venus, was die Liebe betrifft, aber die weibliche Energie ist auch Zwilling. Das heißt, er macht diesem Schicksalsweg, er macht diesem karmischen Weg auch die Lernaufgabe, und die Liebe einer Frau zeigt ihm das, wie das geht. So kommt er zum Leichtigkeit und auch diese spielerische und natürlich wichtig auch die Kommunikation, auch mal über Gefühle und über Liebe zum Sprechen. Und weil sein alter Karma im Schütze ist, steht in Verbindung zu deiner männlichen Energie, das ist der Mann, das ist der Planet Mars. Mars ist eine männliche Energie, dass wir Frauen das auch haben, weil das brauchen wir, uns durchsetzen im Leben, das gibt uns Kraft und Mut und hilft uns etwas in Bewegung setzen. Aber Mars bedeutet auch der Mann. Und das steht bei dir in Tierkreiszeichen Schütze. Das könnte ein Hinweis sein, dass eure Seele kennt von früheren Leben. Dein alter Karma, deine alten karmischen Erfahrungen liegt in Tierkreiszeichen Löwe. Da bist du vertraut in Tierkreiszeichen Löwe. Und dein Sonne steht auch im Löwe. Und über die Tierkreiszeichen Löwe herrscht die Sonne. Und das bedeutet, dass die Löwengeborenen haben von Haus aus dieses Privileg, im Mittelpunkt zu stehen. Die haben diese Ausstrahlung, sie werden wahrgenommen und sie genießen das auch.
sie möge nicht in die Schattenseite zu sein. Und diese Glanz hast du schon gehabt in früheren Leben. Und das, was entspricht auch deiner Natur, und das bringst du auch in Ausdruck. Deine neue Richtung, dein neuer karmischen Weg zeigt sich in Richtung Tierkreiszeichen Wassermann. Bei Tierkreiszeichen Wassermann ist wichtig die Luftelement. Das bedeutet die Leichtigkeit, das Atem und die Freiraum. Und auch der Blick von Wassermann-Geborenen. Das heißt, ich könnte das vielleicht mal so beschreiben. Die Tierkreiszeichen Steinbock-Geborenen haben Ziele. Und sie erreichen meistens auch ihren Ziele, weil sie sind geduldig. Und sie geben das nicht auf. Egal wie steinig dieser Weg ist, sie klettern hoch bis zum Spitze des Berges. Das ist Steinbock. Die Wassermann-Geborenen haben aber das Gefühl, die sind schon oben. Und sie nehmen diesen Platz ein. Und da haben sie von oben einen ganz anderen Blick, ein Adlerblick. Adler hat auch einen Bezug zum Wassermann. Das beschreibt die mythologische Geschichte und die Nähe befindet sich auch im Sternbild Adler. Also steht schon eine Verbindung da. Also die Wassermann-Geborenen haben diesen Blick. Sie ahnen vieles auch voraus. Und die Wassermann-Geborenen haben das Gefühl, und das ist der Uranus-Einfluss, weil immerhin Uranus herrscht auch über die Tierkreiszeichen Wassermann und herrscht auch Saturn. Beide Planeten herrschen über die Tierkreiszeichen Wassermann. Und das wäre der Uranus-Einfluss, wo die Wassermann-Geborenen das Gefühl haben, sie sind was Besonderes, die sind einzigartig. Und so sollst du dich fühlen, weil da gehst in eine ganz andere Richtung und verspürst du die Leichtigkeit und dann bringst es in Glanz, stellst es im Mittelpunkt, das ist dann Löwe. Und da kennst du dich aus, immerhin hast du da auch karmischen Erfahrungen und das sollen wir nicht immer davon verabschieden, sondern vieles bewahren, da sind auch Schätze da. Und so kommt ihr schon im Gleichgewicht. Viele Planeten stehen bei euch beide im Grenzbereich. Und das stoßt an euren Grenzen. Wenn ihr das übertreibt, entsteht zwischen euch beide Spannung. Also dann lieber ein Schritt mal zurück, damit die Ruhe wieder da ist oder auf anderen zuzugehen. Und das könnt ihr von beiden Seiten ausbalancieren. Jetzt noch etwas über diese Mondhäuser, was sind das und wie kann ich das beschreiben? Mondhäuser sind die Tagesbewegung des Mondes. Und das gibt im indischen Astrologie, gibt es auch bei Araber, gibt es bei Chinesen, gibt es bei Tibeter auch, die haben einfach die Mondkalender dazu genommen. Und die indische Mythologie beschreibt eine schöne Geschichte dazu. Der Mond ist ein Mann und er verliebt sich eine junge, hübsche Dame und möchte heiraten. Und der zukünftige Schwiegervater sagt dann zu ihm, ja dann gut, du darfst meine Tochter heiraten, aber sie hat noch ein paar Geschwister und du musst die aber auch heiraten. Und so musste der Mond, musste er nicht, aber er hat das getan. Er hat alle 27 Geschwister geheiratet. Und der Mond besucht jeden Tag eine von seinen Frauen. Und jede Frau verkörpert andere Eigenschaften. Natürlich kommt auch die kosmischen Einflüsse, jede Mondhaus wird von anderen Sternen bestrahlt. Jetzt schauen wir in sein Horoskop seine männlichen Kraft an, der Mann, und das symbolisiert Mars. Mars befindet in sein Horoskop in Tierkreiszeichen Jungfrau, aber im Grenzbereich zu Löwe. Und dieses Mondhaus heißt Uttara Palguna
und bedeutet die schöpferische Kraft. Es kommt von Löwenenergie und die kluge Jungfrau, was umsetzt in Tat. Das ist natürlich die Jungfrauenergie und das ist eine Mischung, was hier in diesem Mondhaus wirkt und das trägt Früchte. Also was er hat die Kraft, das in Tat auch umsetzen. Seine alten karmischen Erfahrungen liegt bei ihm im Schütze und das befindet sich, diese karmischen Knoten, Ketu, so heißt das im Indischen, in Uttarashada, so heißt dieses Mondhaus und das ist die Suche nach seinem höheren Selbst. Und jetzt zu deinem Horoskop, bei dir ist die Aszendent Jungfrau und die Mondhaus, was hier wirkt in deinem Aszendent, heißt Chitra und das bedeutet die Balance halten, die Gleichgewicht. Hier wird Spica, dieser Stern Spica bestrahlt, dein Aszendent und das war bei den Schwestern die geheimnisvollste und von hier aus kommt die Energie des Neuanfang und auch das Feingefühl, die inneren Gleichgewicht und die Balance zu halten, das ist auch die Tor zu einer feineren Schwingung, einem anderen Energiefeld. Deine Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Löwe und die Mondhaus heißt Purva Palguna und das bedeutet Bewegung, Kraft, Vitalität, gestalten etwas und verkörpert die himmlischen Feuer. Dein Mond befindet sich in Tierkreiszeichen Jungfrau, auch im Grenzbereich zwischen Löwe und Jungfrau. Und das ist die gleiche Mondhaus, wo sein Mars, seine Männlichkeit liegt. Und dieser Mondhaus heißt Uttara Palguna, das ist die schöpferische Kraft der Löwe und die kluge Jungfrau kommt hier, diese Mischung und alles, was ihr vorhabt, setzt in Tat um und das trägt auch Früchte. Und jetzt schauen wir diese Legung an und wir gehen zurück in die Vergangenheit. Erstmal schauen wir die Kindheit an. Weil diese Kindheitserinnerungen, die bleiben auch und oft zieht sich in unserem Leben wie ein roter Faden. Diese Karte zeigt deine Kindheit an. In diesem Bild vertritt sich die Erde-Element. Und das ist Sicherheit und Stabilität, die Bedürfnis. Als Kind hast du dieses Bedürfnis nach Sicherheit und Stabilität. Die Zahl 9 zeigt die Grenzen. Entweder haben deine Eltern dir Grenzen gesetzt oder war das etwas beschränkt. Die Rosen zeigen dein Aussehen, also das ist schon die schöne Aussehen und die Weiblichkeit. Deine Beziehungen in Vergangenheit zeigt diese Karte an. Wieder die Erde-Element, wieder die Bedürfnis nach Sicherheit, Stabilität, nach Struktur, eine feste Boden unter deinen Füßen. Also eine feste Beziehung. Aber hier, diese Prinzessin zeigt die Stärke. Das heißt, du sollst innerhalb von der Beziehung dein Selbst zu leben oder mal eigene Entscheidungen treffen. Also nicht unterordnen in Beziehung. Kann sein, dass du nachgegeben hast, damit die Beziehung stabil wird und das sollst du nicht tun, sondern vertrete deine Meinung. Und der dich liebt, bleibt auch. Brauchst keine Angst zu haben, dass die Beziehung deswegen zu Ende geht. Also vertrete dein Selbst. Zeig Stärke. Karma. Karma bedeutet früheren Leben. Was hast erlebt im früheren Leben oder woran liegt deine Lernaufgabe? Diese Karte zeigt das an.
Hier die Kelchen haben einen Bezug zum Wasserelement. Und die Wasserelement symbolisiert die Gefühle. Und dazu gehören die Träume, die Sehnsüchte und auch die Möglichkeiten. Und die Zahl 7 zeigt schon in diese Richtung. Du hast viele Möglichkeiten gehabt, diese Kelche zu füllen. Das sind deine Wünsche. Egal in welche Richtung, deine Berufung zu leben oder die Reichtum zu leben, die liebe Partnerschaft zu leben. Also du könntest diese Kelchen mit deinen Wünschen füllen. Und du hast schon dieses Gefühl gehabt. Der Wunsch war immer da, aber du hast es eingeschlafen, die Chancen und Möglichkeiten. Und das verbesserst du in diesem Leben. Welche Gedanken hast du jetzt über die Partnerschaft? Wie stellst du das überhaupt vor? Was ist deine Einstellung dazu? Das zeigt diese Karte an. Wieder die Erde-Element. Also für dich ist es enorm wichtig, die Sicherheit und Stabilität. Schon in deiner Kindheit. Da war das etwas begrenzt. So hast du das als Kind erlebt. Dann hast du die Sicherheit, Stabilität auch in die Partnerschaft gesucht. Und das ist auch deine Einstellung. Du suchst die Schutz, die Sicherheit, Stabilität, eine stabile Partnerschaft. Und du arbeitest daran. Du hast es nicht aufgegeben, sondern du glaubst daran. Im Hintergrund ist ein Liebespaar. Und das beobachtest auch. Manchmal kommen so Gedanken, die bei anderen klappt es auch. Also warum nicht bei mir? Aber du bist im richtigen Weg. Der Mann. Wie könnte ich diesen Mann beschreiben? Das zeigt diese Karte an. Der Richtige. Es hängt alles noch in Luft. Das kann seine Lebenssituation beschreiben, dass alles in die Schwebe ist. Vielleicht ist gerade in einer Trennung. Diese Karte bedeutet aber auch etwas mit anderen Augen betrachten. Bevor du eine neue Partnerschaft eingehst, sollst du deinen jetzigen Partner das nochmal anschauen, überprüfen. Vielleicht ist er der Richtige. Also etwas mit anderen Augen betrachten. In diesem Bild ist, was ich schön finde, in die Mitte den Weg. Also dieser Mann, der zu dir gehört, findet auch den Weg zu dir. Also zeig Offenheit, auch deine jetzige Partnerschaft zu einer Versöhnung oder zeig Offenheit, vielleicht jemand Neues auch kennenlernen, dann kannst du das besser einordnen. Warum bist du alleine oder warum, also alleine bist du nicht, aber warum klappt es nicht, eine feste Partnerschaft zu leben? Das zeigt diese Karte an. Die Kelchen haben einen Bezug zum Wasserelement und das sind die Gefühle. Und hier die Eins bist du selbst. Das ist die Selbstliebe. Oder fühl dich sicher mit deinen Gefühlen. Das ist die Basis, das liegt an dir selbst. Hier auch ein Bild, dass du innerhalb in Partnerschaft dein Selbst nicht aufgeben darfst. Und dann kommt dazu die Selbstliebe. Und was kannst du verbessern? Das zeigt dieses Bild, die Welt gehört zu dir. Und das ist deine Kraft. Und du selbst bist die Sicherheit und Stabilität. Und komm zu dieser inneren Harmonie und du wirst sehen, dass bist du dann auch geliebt. Und dann kommt die Sicherheit und Stabilität auch in die Liebe Partnerschaft. Wann erreichst du oder wie erreichst du das? Da kommt die Gerechtigkeit. Und das ist schon die göttliche Gerechtigkeit. Und das heißt Ursache und Wirkung. Karmisch gesehen hast du die Chancen verpennt.
jetzt die Schicksal bietet dir nochmal diese Chance, also nimm das auch wahr. Aber komm auch zum inneren Gleichgewicht, steh zu dir selbst. Und wenn du diese innere Ruhe hast, ohne Zweifel, dann kommt auch die richtige. Und diese göttliche Gerechtigkeit, Ursache und Wirkung zeigt noch etwas. Alles, was du in die Ursache setzt, kehrt auch zurück. Und das verbinde ich jetzt mit dem Energiefeld, weil das haben wir auch. Du hast auch ein Energiefeld. Und dieses Energiefeld kommt von Inneren. Und das ist das Denken und Fühlen. Und das, was wir ausstrahlen, und dieses Energiefeld hat eine wichtige Funktion. Das ist die Anziehungskraft. Und es gibt ein Gesetz, was besagt, alles, was wir aussenden, ziehen wir auch an. Und daran sehe ich auch die göttliche Gerechtigkeit. Also achte auf deine Ausstrahlung, positiv denken, bleib im Vertrauen, der Richtige kommt. Und mit ein gutes Gefühl dabei. Und dann spürst du die Leichtigkeit. Für dich ist es auch sehr wichtig, zum Leichtigkeit zu kommen, weil das ist dein karmischer Weg, was ich gesagt habe, in Tierkreis, zeichnen Wassermann. Das befreit dich und im Horoskop liegt im Bereich des Kindes. Das ist nicht nur dein Kind, sondern bedeutet dein inneren Kind oder Kindheit, die Kindheit aufarbeiten oder dieses inneren Kind streicheln. Das hast du gut gemacht und du bist ganz toll. Also solche Sätze auch mal sagen, bedeutet aber auch die schöpferische Kraft, das Leben gestalten und es nicht mit Druck oder eckig, sondern mit Leichtigkeit. Diese Haus des Kindes bedeutet das Spiel. Also spielerisch gestalten. Gestalte dein Leben spielerisch, weil das schenkt dir die Atem. Und dieser Luftelement ist nicht nur die Atem, sondern es befreit auch. Dann kommst du zu die Leichtigkeit. Und mit diesem Bewusstsein, dass du einzigartig bist, dass du außergewöhnlich bist, dann hast du einen ganz anderen Energiefeld und in dem Moment, wo dein Energiefeld sich ändert und kommst du zu diesem Leichtigkeit, das ist dann die Anziehungskraft und du ziehst den richtigen Mann an. Oder nimmt dein Partner dich anderes wahr. Ich würde das noch nicht abschließen, sondern das nochmal eine Versöhnung starten und dann kannst du es beobachten, vielleicht ist er der Richtige, aber dann versuch das spielerisch gestalten mit Leichtigkeit und mit Humor. Humor gehört auch zu Wassermann. Wie kannst du deinen Gefühlen transformieren? Und da hast du auch eine Lernaufgabe, weil Saturn steht im Bereich in deinem Geburtshoroskop, die Transformation im Tierkreiszeichen wieder. Und das heißt, ein Neustart, ein Neuanfang. Diese Transformation bedeutet nichts anderes als Veränderungen. Ich verbinde das immer oder beschreibe ich immer mit den alchemistischen Prozessen. Die alten Alchemisten haben versucht, die Metalle zum Veredeln mit dem Ziel, Gold zu gewinnen. Und ich übertrage das gern auf unseren seelischen Ebenen, weil genau das passiert bei dieser Transformation. Wir veredeln unseren Gefühlen mit dem Ziel, Gold zu gewinnen. Und die Gold hat einen Bezug zu Sonne. Silber zu Mond, Gold zu Sonne. Und Sonne ist unserem Selbst und astromedizinisch wird Sonne zu unserem Herz zugeordnet. Also immer auf unserem Herz hören und das Leben, was dort geschrieben ist, die Herzensangelegenheiten und auch die Gefühle achten, dass man Angst, Zweifel, Schuldgefühl
solchen Gefühlen loslassen kann, das ist diese Transformation und das befreit auch, weil da sind wir begeistert von unserem Leben, auf die Beziehung und das ist das Ziel, glücklich zu sein, begeistert zu sein. Und diese Karte beschreibt dir, was dir hilft bei dieser Transformation und das heißt, die Gefühle, hier die Kelchen symbolisieren die Gefühle. Also fülle die Kelchen mit deinen Wünschen und das ist in dein Herzen geschrieben. Das ist der Bezug zu deiner Tochter oder deiner Berufung oder dein Hobby oder die Kunst. Dann kommt auch die Liebe, die Partnerschaft, alle deine Wünsche und dann lass es einfach regnen. Ich könnte auch sagen, vertraue das Fluss des Lebens und achte darauf, dass du über deine Grenzen gehst. Wieder die Zahl 9, genauso wie in deiner Kindheit. Das schwenkt ein bisschen ein, weil da stoßen wir an unseren Grenzen und haben wir das Gefühl, es geht nichts mehr voran. Doch, das geht voran. Da braucht man die Kraft, weiterzumachen. Und nach 9 kommt 10, das ist schon der Neuanfang. Und das lernst du auch, weil dein Saturn ist im Widder. Das ist der Neuanfang, das wäre die Zahl 10. Saturn ist der Planet der Schicksal, aber auch der große Lehrmeister und das lernst du deinen Gefühlen transformieren. Und was kannst du noch tun? Die Gleichgewicht halten. Das ist sehr, sehr wichtig, die inneren Gleichgewicht. Hier das Gold symbolisiert die Sonne und die Silber symbolisiert Mond. Diese Metallen sind zu die beiden Lichter zugeordnet, das ist auch wieder Alchemie. Und du bringst es im Fluss, bringst es im Gleichgewicht. Sonne symbolisiert auch das Bewusste, Mond die Unbewusste, Gedanken, Gefühle, bringst im Gleichgewicht und vertraust auf dein Leben, auf deine Zukunft. Und hier die Sternenhimmel vermittelt dir auch, es liegt alles im guten Sternen. Liebe Amiati, das war diese Legung. Wann kommt der Richtige? Ich möchte mich bedanken für dein Anvertrauen und ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.